Meine Damen und Herren, liebe Gemeinde, bitte fahren wir fort. Also, weiter geht's. Also fahren wir fort und ziemlich von hier bleiben. So viel war man ja noch selten. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Gemeindeversammlung mit Tätigkeitsbericht des Kirchenvorstands gemäß § 11 Kirchengemeindeordnung, soll man einmal im Jahr machen, am heutigen Sonntag, 24. Oktober, mit anschließendem Imbiss. Die Tagesordnung ist heute sehr kurz. Nach dieser Begrüßung hören wir den Bericht des Kirchenvorstands durch Florian Gehlen, den Vertrauensmann, dann meinen Bericht. Und wenn Sie dann noch Anträge, Fragen oder Diskussionsbeiträge haben, herzlich gerne. Ich darf Florian Gehlen ums Wort bitten. Ja, Pfarrer Habdank hat es ja schon angedeutet, die Tagesordnung ist kurz und unsere Berichte sind auch einigermaßen kurz. Nachdem ja zwangsweise in der letzten Zeit doch das Gemeindeleben extrem runtergefahren war. Die Gemeindeversammlung, die erstreckt sich jetzt über den Zeitraum von April 2019 bis Oktober 2021, also bis heute, nachdem wir im vergangenen Jahr aufgrund der Einschränkungen ja keine Versammlung durchführen durften. Zu den KV-Sitzungen, Kirchenvorstandssitzungen, ein paar allgemeine Bemerkungen. Sie werden in der Regel einmal monatlich abgehalten. Es gibt eigentlich auch immer genug Themen, die zu besprechen sind. Außer im August als Sommerferienmonat. Und haben im Normalfall einen öffentlichen Teil, wo auch Zuhörer zugelassen sind und einen nicht öffentlichen Teil. Da geht es zum Beispiel um Personalangelegenheiten. Das ist eigentlich wie in allen Ausschüssen auch, dass solche Personalien zum Beispiel immer nicht öffentlich besprochen werden. Dementsprechend wird die Sitzung dann auch immer protokolliert mit einem Protokoll, was einen öffentlichen und einen nicht öffentlichen Teil hat. Und diese Protokolle, die öffentlich sind, dürfen auch eingesehen werden. Also wenn Sie Interesse an der Arbeit des Kirchenvorstands haben im laufenden Jahr und Sie interessiert, was da besprochen und entschieden wird, können Sie jederzeit im Pfarrbüro diese Protokolle auch einsehen. Und die öffentlichen. Die öffentlichen, genau. Die öffentlichen. Und dementsprechend wird auch immer vor der Sitzung die Tagesordnung ausgehängt, dass man auch weiß, ist vielleicht ein Thema drauf, was einmal interessiert. Und wir sind eigentlich immer unter uns, aber was ja nichts dagegen spricht, dass Sie auch gerne mal zu einer Sitzung vorbeikommen. Ich komme schon wieder mal. Ja, es gibt auch immer was zu essen und zu trinken. Also es ist, wir sind da also sehr, es ist eigentlich ein sehr geselliges Beisammensein, kann man schon sagen. Die Kirchenvorstandssitzungen in den letzten 2 Jahren, also in dem Zeitraum, den ich vorher genannt habe, waren eigentlich in 5 Abschnitte geteilt dieses Mal. April 2019 bis März 2020, 11 ganz normale Sitzungen, in Anführungszeichen, mit öffentlichen und nicht öffentlichen Teil, nichts Böses ahnend. April und Mai 2020 auf einen Schlag gar nichts mehr. Es kam der, wie bekannt, der Lockdown. Es waren also keinerlei Zusammenkünfte mehr erlaubt. Wenn es was abzusprechen oder zu entscheiden gab, haben wir das per E-Mail gemacht. Glücklicherweise haben wir ja heutzutage so viele gute Kommunikationsmöglichkeiten, dass es eigentlich jetzt auch nicht wirklich schlimm war. Dann kam Juni bis Dezember 2020. Es kamen kurz vor den Sommerferien wieder einige Lockerungen. Das heißt, man durfte sich sogar wieder in Präsenz treffen. In dem Zeitraum haben wir 5 Sitzungen abgehalten, allerdings alle nicht öffentlich, weil nur die Kirchenvorstandsmitglieder zugelassen waren und kein weiteres Publikum. Im November, und das war eigentlich mal ganz erstaunlich, November 2020 haben wir gar keine Sitzung abgehalten, weil es schlichtweg nichts zu besprechen gab. Der 4. Zeitraum war dann Januar bis Mai 2021, also jetzt dieses Jahr.
Alle 5 Sitzungen wurden in Videokonferenz abgehalten, weil ja dann nach Weihnachten, nach dem sogenannten Lockdown Light, der Lockdown gar nicht mehr light kam und wir uns auch nicht mehr Präsenz treffen durften. Haben uns dann, wie es viele ja auch gemacht haben, per Videokonferenz zusammengeschaltet, was eigentlich für uns alle eine sehr neue Erfahrung war. Und, aber nicht minder produktiv, muss man sagen. Wobei dann diese Sitzungen natürlich auch nicht öffentlich waren. Der nächste Zeitraum, und das war jetzt dann bislang der letzte, von Juni, seit Juni bis Oktober bis heute, sind die Sitzungen wieder in Präsenz erlaubt. Wir haben uns also wieder hier im Katharina von Bora-Haus getroffen, allerdings auch immer noch nicht öffentlich, weil eben auch nur die Kirchenvorstandsmitglieder zugelassen waren. Wie Sie vielleicht wissen, oder wie die meisten von Ihnen wissen, gibt es neben dem Kirchenvorstand noch den sogenannten FPA, den Finanz- und Personalausschuss. Das ist ein beschließender Ausschuss, der einfach aus Kirchenvorstandsmitgliedern besteht und alle Themen Personal und Finanzen betreffend auch alleine diskutieren kann, sodass man beispielsweise den Kauf einer neuen Kaffeemaschine für das Gemeindehaus damit nicht den gesamten Kirchenvorstand und die gesamte Sitzung belasten muss. Wobei das jetzt ein sehr profanes Beispiel ist, also es gibt schon einige wichtigere Entscheidungen dann im Finanz- und Personalausschuss auch. Die Sitzungen sind eigentlich in Gänze fast ausgefallen. Wir haben dann Themen, die tatsächlich auch vom Kirchenvorstand, für den Kirchenvorstand wichtig gewesen wären, dann auch einfach in die Kirchenvorstandssitzung übertragen und haben eigentlich auch jetzt erst nach den Sommerferien wieder angefangen, auch eigene FPA-Sitzungen dann zu machen. Ja, wichtigste Themen der vergangenen 2 Jahre. Man muss tatsächlich sagen, so viele wichtigste Themen gab es zunächst mal gar nicht, aber es haben sich dann 2, 3 Sachen herauskristallisiert, die wir uns so dann ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben. Dazu komme ich gleich. Standardmäßig ist ansonsten eine Kirchenvorstandssitzung so aufgebaut, es gibt eine Andacht am Anfang. Es gibt immer den Punkt Verabschiedung des Protokolls, also des Protokolls der vorhergehenden Sitzung muss immer noch mal durchgeschaut, besprochen werden und beschlossen werden. Es werden im Kirchenvorstand dann auch immer die wichtigsten Themen, die vorher im Finanz- und Personalausschuss beschlossen oder besprochen wurden, noch mal ganz kurz dargestellt, dass einfach auch alle Kirchenvorstandsmitglieder auf dem gleichen Stand sind. Wir haben immer den Punkt Rückschau und Vorschau. Einfach Rückschau ist immer ein ganz wichtiger Punkt, eigentlich, weil man dann nochmal Revue passieren lassen kann, was waren für Veranstaltungen, wie sind sie gelaufen, was kann man beim nächsten Mal besser machen. Und Vorschau natürlich, Vorplanung, ich sage jetzt mal zum Beispiel Veranstaltungen, größere Gottesdienste, wo wir dann auch uns einteilen, wer kann wo mithelfen, was brauchen wir alles. Und letztlich natürlich den Punkt Sonstiges, wo dann immer der ein oder die andere noch kurzfristig was einbringen kann. Und im nicht öffentlichen Teil unter anderem beschäftigen wir uns mit der Anzahl von Zuzügen evangelischer Bürgerinnen und Bürger, die in die Gemeinde ziehen, beziehungsweise auch Ein- und Austritten, um einfach auch so ein bisschen statistisch zu sehen, wo stehen wir jetzt eigentlich. Wir waren die erste Gemeinde im Jahr 2020, die hier im Dekanat radikal alles zurückgefahren hat. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an den März 2020, als es dann mal geheißen hat, ja, da kommt jetzt dieses Virus und da muss man ein bisschen aufpassen und in den Sportvereinen passt doch ein bisschen auf und der ein oder andere Verein hat dann mal das Training ausgesetzt und wir haben uns eigentlich relativ schnell dann dazu entschlossen, am kommenden Sonntag mal vorerst einen Gottesdienst mal sicherheitshalber ausfallen zu lassen. Und sehr, sehr schnell hat sich ja dann herausgestellt, dass ab dem Zeitpunkt die Gottesdienste vollkommen ausfallen mussten und nichts mehr stattfinden durfte. Man ist von der ganzen Situation ein bisschen überrollt worden. Wir haben dann sehr, sehr schnell aufgrund einer Idee von Peter Schickel federführend Online-Gottesdienste produziert. Und das, muss ich sagen, war auch, und das so selbstlobend, glaube ich, dürfen wir sein, war auch hier im Dekanat, waren wir mit die Ersten, die das gemacht haben. Wir haben also dann gesagt, Gottesdienste sind wichtig, wir wollen nicht einfach jetzt gar nichts mehr machen und alles total zurückfahren und haben dann hier im Katharina von Bora-Haus unter den möglichen Bedingungen Online-Gottesdienste vorproduziert,
die dann am Sonntag immer eingestellt waren auf der Website und die man sich dann anschauen konnte, also nicht live. Federführend bei diesen Gottesdiensten war der Dr. Steigemann und der Paul Grossmann, der jetzt auch da oben wieder am... am Mischpult sitzt, und das war eigentlich schon mal der erste Glücksfall für uns in Bezug auf Corona. Wir haben den Paul gefunden, der seither für uns eigentlich Sonntag für Sonntag hier diese Gottesdienstbetreuung macht und natürlich ein Fachwissen hat, was in der Regel, also ich sage jetzt mal, ich glaube weder bei Pfarrer Habdank noch bei mir oder bei den meisten irgendwie vorhanden gewesen wäre. Die Diskussion im Kirchenvorstand war natürlich dann, als wieder die Möglichkeit bestand, jetzt Gottesdienste anzubieten unter den relativ schwierigen Bedingungen, wie machen wir es, wie viele Leute kann man zulassen. Man brauchte ein Hygienekonzept, was ja auch rein theoretisch hätte kontrolliert werden können von den entsprechenden Behörden im Landratsamt. Und daraufhin haben wir uns dann eigentlich relativ schnell geeinigt, diese Diskussionen im Kirchenvorstand zu führen. Das ist uferlos, das können wir nicht machen. Und wir haben dann, vielleicht haben Sie es auch schon mal gehört, ein sogenanntes Pandemie-Team eingerichtet, was also stellvertretend für den Kirchenvorstand an eigentlich immer diese ganzen Fragen gemanagt hat und das Hygienekonzept erstellt hat und alles organisiert hat in diesem Bezug. Wir hatten zwei wirkliche Fachleute dabei, also Fachleute im Hinsicht auf Gesundheit und Corona. Das war die Frau Dr. Schickel und der Professor Walter von der Seite. Und als, Beisitzer waren Pfarrer Habdank und ich mit dabei. Und das hat sich, glaube ich, schon bewährt, weil wir eigentlich dadurch relativ schnell immer entscheidungsfähig auch waren. Und das, Sie haben es ja selber auch mitbekommen, es kamen also pausenlos irgendwelche neuen Änderungen in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Dann kamen von der Landeskirche wieder Schreiben, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, 37 Seiten lang, wo dann immer gelb markiert war, was sich geändert hat. Und da musste man natürlich relativ schnell im Blick haben, ändert sich für uns dadurch auch was, können wir so weitermachen oder was muss man tun. Dieses Pandemie-Team gibt es bis heute und wir hoffen mal, dass es vielleicht auch irgendwann dann gar nicht mehr notwendig sein muss. Irgendwann kam dann die Frage auf, wie machen wir es eigentlich mit dem Abendmahlsgottesdienst? Und das war natürlich die größte Einschränkung. Man durfte dann zwar wieder Präsenzgottesdienste mit Abstand und so weiter durchführen, aber irgendwann war natürlich der Wunsch auch wieder da, wir würden auch sehr, sehr gerne wieder Abendmahlsgottesdienste machen. Und so ist dann die Idee entstanden, das Abendmahl so auszuteilen, wie wir es jetzt denn eigentlich immer machen. Das heißt, die Gemeinde bleibt am Platz sitzen Wer am Abendmahl teilnehmen möchte, bleibt stehen. Das Brot wird dann durch die Reihen ausgeteilt. Und für den Wein, es war natürlich für einige ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gibt es so kleine Stamperl, die vorab eingefüllt werden. Die wurden dann also auch durch die Reihen verteilt und nachher wieder eingesammelt. Und lustiges Erlebnis natürlich nebenbei, womit man auch eigentlich fast rechnen musste, dass dann so ein kleiner Gottesdienstbesucher mal Prost gesagt hat. Und bei unserer letzten Konfirmation sich darüber amüsiert wurde, dass einer der Konfirmanden also so Ex und Hop gemacht hat. Aber so spaßige Erlebnisse gehören auch einfach mit dazu. Seither gibt es bei uns wieder Abendmahlsgottesdienste, nach wie vor in dieser Form mit den Stamperln, weil es einfach anders hygienemäßig noch nicht erlaubt ist. Ja, ein Glücksfall, denke ich mal, dieser Pandemiesituation war eigentlich, was ich schon angedeutet hatte, diese Geschichte mit Online und Livestream. Wir haben auch, als es dann mit den Präsenzgottesdiensten wieder losging, gesagt und festgestellt, eigentlich ist es toll, dass man auch einen Gottesdienst von zu Hause aus anschauen kann. Und man hat die Zugriffszahlen auf die Website gesehen, dass doch teilweise deutlich mehr Leute den Gottesdienst verfolgt haben, als hier reingekommen wären. Wir haben ja dann auch Rückmeldungen bekommen mit sehr lustigen Bildern. Eins war ja mal das Titelbild auf dem Gemeindebrief, ein Notebook, wo der Gottesdienst lief und daneben die Augustinerflasche. Also man konnte den Gottesdienst nicht nur am Sonntag um 10 anschauen, sondern eigentlich wann immer man wollte. Und wir haben auch Rückmeldungen bekommen aus dem Ausland, dass also da auch die Gottesdienste mitverfolgt wurden. Und unser Entschluss war dann eigentlich, wir wollen das gerne auch weitermachen, dass man die Gottesdienste auch online sozusagen verfolgen kann.
Erstens mal gibt es einfach auch sehr viele Menschen, die einfach auch berechtigtermaßen noch Bedenken haben, in solche Personenansammlungen, in Anführungszeichen, sich zu begeben. Und dann ist es einfach auch manches Mal schön, und das sage ich auch aus eigener Erfahrung, wenn ich nicht plötzlich, oder nicht plötzlich, aber wenn ich nicht am Sonntag dann um 10 Uhr hier stehen muss, sondern wenn man sich ganz gemütlich nach dem Frühstück dann auch im Gottesdienst zu Hause anschaut. Genau. Ja, und da sind wir dann eben dazu gekommen, den Gottesdienst tatsächlich in einem Livestream anzubieten, der jetzt eigentlich fast regelmäßig läuft und der natürlich auch sehr vorbereitungs- und personalintensiv ist, sage ich jetzt mal. Also vorbereitungsintensiv natürlich mit der Zeit immer weniger, weil man Routine kriegt, weiß, wo die Kamera steht, aber bis das mal alles soweit war, das war natürlich ein Haufen Arbeit. Und derzeit ist es halt einfach noch notwendig, dass eigentlich mindestens der Paul und der Dr. Steigemann da sind, die hier vorher die Kameras aufbauen und dann oben halt auch das Mischpult bedienen. Und man sieht ja auch, wer sich die Gottesdienste zu Hause schon mal angeschaut hat, mit verschiedensten Einstellungen. Das ist also nicht einfach langweilig ein Bild, sondern das ist eigentlich wirklich auch schön anzuschauen. Und so ist dann eigentlich relativ schnell auch die Idee oder die Notwendigkeit entstanden, dass man gesagt hat, wenn wir das wirklich weitermachen wollen auf Dauer, dann können wir es nicht so personalintensiv machen. Und da müssen wir einfach schauen, dass man irgendwo eine Möglichkeit findet, mal ganz vereinfacht gesagt, wo jeder von uns rein theoretisch einfach aufs Knöpfchen drückt und das System startet und nachher wieder ausmacht. Insofern haben wir ein Videokonferenzsystem ausprobiert, in einem Gottesdienst. Wir haben uns dann mal zusammengesetzt alle und haben überlegt, was kann man da machen. Haben ein Videokonferenzsystem ausprobiert, was eine mehr oder weniger automatische Kamera ist mit verschiedenen Richtmikrofonen. Das wird, da kann man da hinter die Säule stellen und das verfolgt automatisch immer denjenigen, der hier vorne spricht. Und das schaltet man einmal ein, also man braucht kein Mischpult oder irgendwas. Es wird einmal eingeschaltet und geht dann immer automatisch auf die Person, sei es am Taufbecken oder hinterm Altar oder wo auch immer, war schon sehr erfolgsversprechend. Und das ist eigentlich jetzt momentan ein Anliegen, was wir gerade weiterverfolgen, also die Live-Übertragung unserer Gottesdienste in der Art und Weise zu vereinfachen, dass man es wirklich weitermachen kann, ohne dass hier jedes Mal unser Fachpersonal in Anführungszeichen stehen muss. Das war im Grunde genommen eigentlich eines der wichtigen Themen jetzt in der letzten Zeit im Kirchenvorstand, eben die Digitalisierung, die jetzt ja sowieso in aller Munde ist, betrifft also uns auch, geht weiter in die Richtung, dass unsere Website gerade neu aufgestellt wird. Da ist seit Monaten mit großem zeitlichen Aufwand Dr. Steigemann dabei und wir sehen jetzt sehr, sehr schöne Resultate und hoffen, dass wir dann auch bald mit der neuen Website an den Start gehen können, sodass die Gemeinde dann in der Hinsicht eigentlich wirklich, muss man sagen, super aufgestellt ist und wir sind da sehr froh drüber, dass das so gut gelaufen ist. Weitere wichtige Themen, die wir jetzt hatten oder die wir eigentlich immer haben, ist Erhalt und Pflege hier unserer ganzen Liegenschaft des Gemeindezentrums, auch des Pfarrhauses. Es standen einige Renovierungen an, Malerarbeiten innen und außen. Muss immer beschlossen werden, es müssen die Handwerker beauftragt werden, man muss ab einem gewissen Betrag Ausschreibungen machen. Also das ist alles dann gar nicht so einfach. Und leider hatten wir jetzt zuletzt im Keller einen Wasserschaden, nachdem da eine Hebepumpe sich verabschiedet hat, was unbemerkt geblieben ist und das Wasser dann so richtig schön überall unter den Estrich gezogen ist. Und man es erst dann gemerkt hat, als also die Wände feucht wurden. Da muss man sich natürlich dann auch drum kümmern und natürlich auch die entsprechenden Gelder dann dazu haben. Wichtiges Thema weiterhin waren die Konfirmanden. 2020 war es das erste Mal, dass wir plötzlich da standen und feststellen mussten, wir können im Mai die Konfirmation nicht durchführen. Was machen wir jetzt? In unserer ersten etwas positiven Reaktion haben wir die Konfirmation um einen Monat verschoben auf Juni 2020. Als absehbar war, dass es auch wieder nicht geht, haben wir überlegt, wie machen wir es jetzt. Letztlich wurde die Konfirmation auf September verschoben und wir konnten es tatsächlich dann auch in der Pfarrkirche auf Kirchen durchführen. Allerdings haben wir aufgrund der Konfirmandenzahlen drei Konfirmationen hintereinander gemacht.
was schon ein ziemlicher Aufwand war, um einfach auch den Konfirmandinnen und Konfirmanden zu ermöglichen, wenigstens ein paar Familienangehörige und Freunde mitzubringen. Es waren dann also drei Konfirmationen, jeweils von einer Stunde Dauer, etwas gekürzte Liturgie. Dazwischen immer eine halbe Stunde, wo Herr Soldo dann mit einem riesen Kanister Desinfektionsmittel die Kirche gereinigt hat. Aber es hat sich eigentlich als gut erwiesen und ist auch bei vielen gut angekommen. Ich sage es jetzt mal ganz ketzerisch, eigentlich, dass es halt mal kein Gottesdienst war, der zwei Stunden dauert, sondern dass einfach alles ein bisschen kompakt war. Gleiches war dieses Jahr wieder. Wir haben allerdings dieses Jahr von Haus aus geplant, die Konfirmationen im September durchzuführen. Und die haben stattgefunden, auch wieder drei Stück. Und es ist eigentlich wieder genauso gut gelaufen wie im letzten Jahr. Wobei die Hygienevorschriften ein bisschen einfacher waren. Man konnte dann am Platz schon die Masken abnehmen und man musste nicht allen Gottesdienstbesuchern am Eingang die Hände desinfizieren. Und insofern sind wir eigentlich sehr froh, dass es sehr gut gelaufen ist. Wobei Konfirmandenunterricht war beileibe nicht immer ganz so einfach. Man musste immer schauen, wann kann man sich treffen. Es mussten leider die meisten Freizeiten ausfallen. Also da können eigentlich die Zeiten jetzt nur wieder besser werden. Es gibt immer wieder mal auch Angelegenheiten im Pfarrbüro zu besprechen oder zu entscheiden, die dann oft auch auf Initiative von unserer Pfarrsekretärin Frau Jung kommen. Beispielsweise, um nur ein wirklich Beispiel zu nennen, wurde ein Programm diskutiert, was sich KISS-Spende nennt, worüber man Kirchgeld abrechnen kann, was es alles vereinfachen soll, wo man also auch über Dienstleistungsfirmen die Kirchgeldbriefe verschicken kann und so weiter. Also solche Sachen ploppen dann immer auf. Man kann überlegen, lohnt sich das für uns, lohnt sich es nicht. Und ja, da kommen also immer mal wieder so Themen, die dann also hier auch beschlossen werden müssen. Zwischenrein eine sehr lustige Angelegenheit. Die Kirchengemeinde bekam ein Schreiben von der Burschenschaft Berg, dass der Maibaum vorne am Oskar-Maria-Graf-Platz neu aufgestellt, also jetzt erstmal saniert wird und dann neu aufgestellt wird. Und die Zunftschilder, die werden auch restauriert. Und die evangelische Kirchengemeinde wurde angefragt, ob sie daran interessiert ist, das Schild von der kleinen Kirche St. Johannes zu restaurieren. Worauf wir gesagt haben, naja, es ist schön, dass das Schild da ist, aber die Kirche gehört uns gar nicht. Die sollen doch mal bei der katholischen Gemeinde anfragen. Und es stellte sich dann also tatsächlich raus, dass hier in der Gemeinde bei einigen die Meinung herrschte, diese Kirche sei evangelisch. Wir haben dann gesagt, also bevor wir jetzt das Zunftschild von St. Johannes restaurieren, könnten wir uns auch vorstellen, dass wir ein eigenes für die evangelische Kirchengemeinde haben, vielleicht mit unserem Pfarrzentrum drauf, mit dem Glockenturm oder so. Also es steht auf dem Zettel, die Problematik darin ist, dass die Anzahl der Schilder im Moment gerade ist. Und wenn wir jetzt noch dazukommen, dann wäre es ungerade. Also wenn Sie eine Idee hätten, was man noch hinhängen kann, dann könnten wir gegebenenfalls auch von unserer Kirchengemeinde ein Zunftschild an den Maibaum hängen. Ja, dann hätten wir ja schon eins fürs Protokoll. Ein Thema, was jetzt unabhängig von Corona eigentlich die ganze evangelische Landeskirche und uns hier im Dekanat betrifft, ist die Stellenplanung bzw. die Dekanatsentwicklung. Sie haben es ja vielleicht mitbekommen, es werden überall die Gelder gekürzt, es wird immer weniger. Es müssen, bei den Katholiken ist es ja auch schon seit Jahrzehnten oder seit Jahren so, dass Pfarreien zusammengelegt werden zu Pfarrverbänden und so gibt es bei der evangelischen Kirche logischerweise auch Überlegungen, was kann man machen, Geld zu sparen. Es müssen Stellen eingespart werden. Es ist ein hochkomplexer Themenbereich. Wir haben hoffentlich das Glück, allzu kleine Gemeinde, dass wir keine Pfarrstelle einbüßen müssen, sonst wäre es schwierig. Insofern hatten wir im April oder Mai, ich habe jetzt vergessen, das Datum aufzuschreiben, in der Kirchenvorstandssitzung, die wir noch als Videokonferenz gemacht hatten, ein Team aus dem Dekanat mit dabei, den Herrn Bogner und einige Herrschaften aus dem Dekanatsausschuss, die sich also hier federführend um diese ganze Thematik kümmern, die uns dann einfach mal vorgestellt haben, was gibt es für Überlegungen, wo müssen wie viele Stellen eingespart werden und so weiter. Diese Ausführungen erspare ich Ihnen jetzt. Spätestens dann, wenn es soweit ist, werden wir es erfahren letztlich, was auf uns zukommt.
Ein wichtiges Thema, was eigentlich auch, ich hätte es eigentlich auch bei den Standardthemen schon ansprechen können, in dem Kirchenvorstand immer wieder vorkommt, ist die Jahresrechnung und der Haushaltsplan. Es muss also, was im Finanz- und Personalausschuss vorberaten wird, beziehungsweise zuvor von unserer Kirchenpflegerin erarbeitet wird, in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsstelle in Weilheim. Es muss jeweils, wie es in allen politischen Gemeinden auch ist, ein Haushaltsplan für das kommende Jahr erarbeitet werden und im Laufe des Jahres dann der Haushaltsabschluss sozusagen die Jahresrechnung für das vorhergehende Jahr nochmal gemacht werden und überprüft werden und dann vom Kirchenvorstand beschlossen. Das kommt also auch jedes Jahr. Ja, das wären jetzt im Kirchenvorstand so die wichtigsten Themen gewesen. Ich kann Sie, wie gesagt, nochmal ermutigen, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie interessiert, was wir sonst noch so alles machen. Es gibt natürlich viel mehr als das, aber das jetzt hier alles zu erwähnen, würde etwas zu weit führen. Schauen Sie sich gerne die Protokolle an oder sprechen Sie auch einfach Kirchenvorstandsmitglieder oder Pfarrer darauf an, wenn Sie Fragen haben. Abschließend möchte ich noch kurz, wirklich kurz, zu den Finanzen kommen und Ihnen da ein paar Zahlen sagen, die in erster Linie tatsächlich auch wirklich sehr, sehr, man mag das Wort ja schon gar nicht mehr hören, aber sehr, sehr Corona beschattet waren eigentlich. Aber trotzdem schauen wir eigentlich sehr positiv in die Zukunft, weil wir als Kirchengemeinde doch immer sehr gut gewirtschaftet haben und auch entsprechende Rücklagen haben, die eigentlich nicht angegriffen werden sollen, aber die einem nach hinten halt raus immer irgendwo die Sicherheit bieten, wenn es wirklich mal ganz schlecht kommt, dann sind wir eigentlich immer noch ein bisschen gewappnet. Was Sie jedes Jahr betrifft und was Sie jedes Jahr bekommen, ist der Kirchgeldbrief. Kirchgeld ist ja 1% eigentlich der Kirchensteuer, wo viele Leute immer meinen, das ist eine freiwillige Zahlung. Also logischerweise ist es insofern freiwillig, als man die Überweisung selber anstoßen muss. Und wenn man es nicht macht, dann wird es nicht bezahlt. Aber eigentlich ist es gesetzlich vorgeschrieben in Bayern. Bayern beträgt ja die Kirchensteuer 8%, ansonsten 9 oder 8. 8%, ansonsten ist die Kirchensteuer bei 9% und dieses 1%, das können die Kirchengemeinden für sich selber einkassieren und das hat den Vorteil, das läuft nicht über die Landeskirche und wird dann bayernweit verteilt und die eigene Gemeinde kriegt nur ganz wenig, sondern das Kirchgeld kommt wirklich hier in die Gemeinde und bleibt da. Und da sind wir auch wirklich drauf angewiesen und Sie kriegen ja jedes Jahr den Kirchgeldbrief mit einer Tabelle, die der Kirchenvorstand mal beschlossen hat, nach so einer Rahmenkonzeption, wie hoch das Kirchgeld verlangt wird. Da gibt es eine Tabelle, die einfach einkommensabhängig ist. Da sucht sich dann jeder den Betrag aus, der zutrifft und überweist es dann hier in die Gemeinde. Und bei der Gelegenheit möchte ich dann auch nochmal dem Ralf Schenk ganz herzlich danken, der da immer sehr ein Auge drauf hat und auch immer unseren sogenannten Kirchgelderinnerungsbrief schickt, meistens im Herbst. Der gar nicht böse gemeint ist und da muss ich auch einfach mal dazu sagen, nehmen Sie uns bitte nicht übel, wenn Sie als Ehepaar vielleicht Kirchgeld bezahlt haben, aber 2 Personen registriert sind und 1 Person bekommt dann vielleicht diesen Erinnerungsbrief. Im Moment läuft es tatsächlich einfach auch noch automatisiert ab, dass der dann automatisch erstellt wird und da kann es durchaus mal passieren, dass Sie den Brief zu Unrecht bekommen. Nehmen Sie es uns bitte nicht übel und sagen Sie aber gerne Bescheid, dann kann man das beim nächsten Mal nämlich händisch auch ändern. Das Kirchgeld zum Vergleich stand 20.10.2021, haben wir eingenommen, 24.397 €. Im Vergleich zum Jahr 2020 war der Stand zum Jahresende 25.120 €. Das heißt also, wir sind jetzt noch im Oktober fast schon am Stand von letztem Jahr, was natürlich sehr, sehr erfreulich ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir diesen Stand vielleicht auch noch knacken. Bisschen schlechter und man muss dazu sagen, das Kirchgeld ist eigentlich, ja, seit ich mich erinnern kann, ist es eigentlich auf einem sehr konstant hohen Niveau und da können wir uns auch wirklich nur sehr, sehr herzlich bedanken. Wie gesagt, das Geld bleibt hier in der Gemeinde und Sie kriegen ja auch immer mitgeteilt auf dem Brief, was so die wichtigsten Projekte sind, wo es bezahlt oder was damit finanziert werden soll. Wo es etwas schlechter aussieht, sind die Spenden, logischerweise. Auch wieder Stand Oktober 2021 haben wir an Spenden 10.244 € bekommen.
Stand zum 31.12.2020 waren 25.193 Euro. Also Sie sehen schon den Unterschied von 15.000 Euro. Und das bedeutet letztlich nicht, dass sich der Pfarrer weniger leisten kann oder der Kirchenvorstand, sondern das bedeutet einfach, dass wir als Kirchengemeinde weniger in unsere Aufgaben stecken können. Sei es Unterstützung, was ja immer draufsteht, von karitativen Einrichtungen oder von Bürgerinnen und Bürgern, die nicht viel Geld haben. Das leidet darunter natürlich. Und zum Vergleich, vor Corona im Jahr 2019 hatten wir sogar 31.000 Euro, ein bisschen mehr an Spenden. Im Klingelbeutel, das ist das, was eigentlich normalerweise im Gottesdienst eingesammelt wird. Sie wissen, wir haben ja außerhalb Corona immer zwei Sammlungen gehabt. Während des Gottesdienstes der Klingelbeutel, der rumgegeben wurde, wo die Einnahmen wirklich für die eigene Gemeinde bestimmt waren, sei es Erhalt für das Katharina von Bora-Haus oder eben diese Sachen, die ich jetzt auch gerade erwähnt hatte, und haben zusätzlich immer noch am Ausgang die Kollekte eingesammelt. Bei der Kollekte ist es so, es gibt immer von der Landeskirche vorgegeben einen Kollektenplan. Da gibt es die sogenannten freien Kollekten, da kann also die Kirchengemeinde, und das macht dann immer der Kirchenvorstand, festlegen, wofür wir da sammeln wollen. Das wird dann eingetragen für das Datum. Und es gibt von der Landeskirche vorgegebene Kollekten. Das war sowas wie jetzt eben heute diese Erwachsenenbildung zum Beispiel. Und es gibt Wahlpflichtkollekten, da sind dann immer drei vorgeschlagen und da können wir uns als Kirchengemeinde eins aussuchen und das müssen wir dann natürlich abführen. Und nachdem jetzt ja zurzeit nur einmal gesammelt wird am Ausgang des Gottesdienstes, ist es eben so, dass wir die Einnahmen dann einfach halbieren. Die eine Hälfte ist sozusagen Klingelbeutel und die andere Hälfte ist Kollekte. Und es hat sich doch ganz deutlich gezeigt, dass dadurch die Einnahmen rapide bergab gehen. Also es ist tatsächlich so, dass eine zweimalige Sammlung die Gottesdienstbesucher animiert, doch etwas mehr zu geben, als wenn bloß einmal gesammelt wird. Und insofern müssen wir schauen, dass wir also möglichst schnell wieder zur zweiten Sammlung kommen, ganz im Sinne der Aufgaben, die wir als Kirchengemeinde zu erfüllen haben und auch erfüllen wollen, natürlich logischerweise. Zum Klingelbeutel ein paar Zahlen. Stand jetzt, Oktober 2021, haben wir 2.080 Euro eingenommen. Im Jahr 2020 waren es 3.292 Euro. Also immerhin nochmal gut 1.000 Euro mehr. Und vor Corona im Jahr 2019 8.000 Euro. Also da sieht man schon, es ist ganz klar und man muss es auch sehen, es waren sehr viele Leute auch natürlich während der Corona-Zeit finanziell sehr, sehr schwer belastet, dadurch, dass sie nicht mehr arbeiten konnten, dass sie selber Verdienstausfälle hatten. Das ist daran natürlich zu erkennen. Noch ganz kurz, und dann komme ich auch zum Ende, wie du gerade vorhin gesagt hast, und habe aber trotzdem noch was zu sagen. Unsere finanziellen Aufgaben oder das, was wir finanziell jetzt eigentlich in der nächsten Zeit stemmen wollen, ich habe es ja schon angesprochen, das ist die Digitalisierung. Wir wollen neue Technik besorgen, wie diese Kamera zum Beispiel, die ich eingangs erwähnt hatte. Bisher war es so, dass wir dankenswerterweise, auch gerade als wir so ins kalte Wasser gestoßen wurden, jetzt was Online-mäßiges zu machen, dass wir also da auch Ausrüstung zur Verfügung gestellt bekommen haben, die uns nicht gehört hat, sei es von Dr. Steigemann oder Paul, und dann eigentlich auch erst sukzessive selbst Sachen beschaffen konnten. Also das ist eigentlich jetzt ein großer Punkt, zu schauen, was brauchen wir alles, und es wird natürlich auch mehr kosten. Logischerweise auch dann unsere neue Website, weil da dann auch wieder Gebühren abzugeben sind. Und letzter Punkt, den ich erwähnt hatte, der uns jetzt finanziell ein bisschen was abverlangt, ist dieser Wasserschaden im Keller unten. Und dafür sind natürlich dann auch solche Rücklagen gedacht, weil diese Kosten lassen sich ja nicht planen. Das kommt von jetzt auf sofort und plötzlich muss da was renoviert werden und man hat auch nicht viel Zeit, jetzt sich so viele Angebote einzuholen, dass das eine vielleicht 200 Euro billiger ist. Also das sind dann alles so Punkte, wo man doch dann ein bisschen flexibel sein muss. Das wäre es zu unseren Zahlen gewesen. Wenn Sie es ganz ausführlich wissen wollen, hier gibt es diese Listen mit
Einnahmen und Ausgaben und den Haushaltsplan, ich hatte es ja auch schon gesagt, auch neben dem Kirchenvorstandsprotokoll wären also diese Jahresrechnung und diese Haushaltsgeschichten wären immer, und es wird im Gottesdienst angekündigt, müssen ausgehängt bzw. ausgelegt werden und können im Pfarrbüro eingesehen werden. Also wer zahlenaffin ist und sich dafür interessiert, sei herzlich eingeladen, sich das mal durchzuschauen. Es ist wirklich, also wenn man sonst mit Zahlen nicht so viel zu tun hat, also ist gar nicht so ohne, also was da geleistet wird, muss man sagen. Ja, das wäre es aus meiner Position gewesen. Und dann gebe ich wieder an dich. Vielen Dank. Ja, liebe Gemeinde, danke, dass Sie noch da geblieben sind zur Gemeindeversammlung. Das Gemeindeleben war ja doch teilweise schon erheblich reduziert. Inzwischen können wir wieder nahezu volles Programm fahren, wenn ich es richtig sehe. Ich bedanke mich vor allem beim Kirchenvorstand, stellvertretend bei den Vertrauensleuten Florian Gehlen und Hanna Schenk und bei der Vorsitzenden des Finanz- und Personalausschusses Christine Heubeck-Schläger, die das ganze Zahlenwerk auch bewerkstelligt. Beim Pandemieteam mit Florian Gehlen, Bettina Schickel und Professor Walter und bei allen, die sich um die Website und um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern, für alles Zusammenwirken in diesen schwierigen Zeiten. Ganz besonders beim Livestream- und Videoteam mit Paul Großmann oben, Wolfgang Steigemann und Peter Schickel, die die ganze Zeit über ein Online-Gottesdienst- und Andachtsformat ermöglicht haben, das auch über die Kerngemeinde hinaus viele Menschen erreicht, hoffentlich auch künftig. Auf welche Art zum Teil diese Online-Präsenz-Gottesdienst sich ausgewirkt haben, sah man, wie du schon erwähnt hast, auf diesem Bild. Laptop auf dem Gartentisch und Bier daneben. Wurde uns stolz zugeschickt, dass es doch eine tolle Möglichkeit sei, mal eben nicht in der Früh aufzustehen und in den Gottesdienst zu gehen. Da gehe ich dann auch mal zum Besuch hin. Bei Wolfgang Steigemann bedanke ich mich sehr für die jederzeit gründliche, umsichtige und vor allem stilvolle Gestaltung des Gemeindebriefs als dessen Redakteur. Herzlichen Dank. Der nächste kommt übermorgen. Ende Oktober kriegen Sie den neuen Gemeindebrief. Danke an alle, die in diesen Zeiten treu mitgemacht haben, für alle Ideen, für das Mitdenken, die Zeit, Arbeit und Vertrauen. Gott sei Dank. Ich danke auch Frau Jung, der Pfarramtssekretärin, dass sie regelmäßig zustande und zu Wege bringt, was eigentlich kaum geht bei diesem begrenzten Stundenmaß. Die hat also nur 12 Stunden. Es war am Anfang für mich eine große Umstellung vom Augustinum hierher, weil da haben 10 Leute in der Verwaltung für mich gearbeitet und jetzt habe ich hier 12 Stunden. Ich danke für sein jetzt schon jahrelanges Wirken unserem Hausmeister Herrn Ahrens und seiner Frau, die auch immer wieder ehrenamtlich mithilft. Ebenso für ihre treuen Mesnerdienste Ina Zultner und allen, die übers Jahr ehrenamtlich mitmesnern, zum Beispiel Frau Köhler, wie bei denen, die die Orgel spielen, ehrenamtlich, besonders bei Bettina Schickel, wieder in diesem Jahr, und Frau Dumann, Religions- und Lateinlehrerin in Kempfenhausen. Sie hat jetzt einen geringfügigen festen Vertrag bei uns bekommen. Unter professioneller Leitung von Angie Gehlen gibt es demnächst wieder einen Kinderchor, und zwar diesmal für die Altersgruppe 3 bis 6 Jahre ab Ende November. Für Weihnachten werden 3 Lieder einstudiert, wenn ich es richtig gehört habe. Die Berger Blechbläser und die anderen musikalischen Gruppen, Flötenensemble und Chor, proben wieder unter der Leitung von Frieda Hartz. Herzlichen Dank an ihn. Ebenso wie der eine Weltladen im Frühjahr wieder seinen Betrieb aufnehmen wird, wenn Frau Stoll wieder gesundet ist. Wir wünschen ihr gute Genesung. Sie hat einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Bitte verzeihen Sie, dass ich nicht alle vollständig erwähnen werde, zum Beispiel Hanna Schenk, die ich hiermit selbstverständlich doch erwähne, die den Seniorenkreis erfreulicherweise wieder betreiben kann, und allen treuen Mithelfenden. Frau Beilicke zum Beispiel. Dankbar bin ich allen, die sich ehrenamtlich in unserer Gemeinde engagieren. Es sind aktuell, wenn ich es richtig gezählt habe, ca. 100 Menschen. Ja, das zeigt deutlich, dass weniger vom Pfarrer
und den wenigen Hauptamtlichen als vielmehr von den vielen Ehrenamtlichen die ganze Gemeindearbeit abhängt und die ganze wieder zu gewinnende Vielfalt auch und die Bandbreite, die Lebendigkeit und das Gelingen unseres Gemeindelebens. Für die Jugendarbeit möchte ich mich bedanken bei den christlichen Pfadfindern und bei allen, die sind zurzeit im Feuerwehrhaus oben in Aufkirchen, das Ihnen ja auch zugesprochen wurde schon vor einiger Zeit. Und ansonsten haben Sie ja unten bei uns den Pfadfinderraum. Und bei allen, die die Lindenbichl-Zeltlager, die ja auch ein Jahr aussetzen mussten, organisieren und betreuen. Allen Ex-Konfis und Mentoren und Jugendleitern, die bei der wieder jetzt stattgefundenen Konfirmandenfreizeit und auch der geplanten Jugendfreizeit 2022 mitmachen. Und der Jugendvertreterin im Vorstand, Isabel Leibig. Was die Erwachsenenbildung betrifft, so haben wir eine Kooperation mit dem Kulturverein. Das Forum zu Gegenwartsfragen findet in Kooperation statt, weiter zu ganz unterschiedlichen Themen. Das Kunstwerk des Monats ist erfolgreich in seinem 11. Jahr von unserem Kunstteam unter Kuratierung von Katja Sebald organisiert und vom Kulturverein und der Gemeinde Berg dankenswerterweise unterstützt. Das ist übrigens nach den Gottesdiensten regelmäßig die bestbesuchte Veranstaltung in diesem Haus. Ein kommunikativer Treffpunkt für alle Kulturinteressierten und die Gemeinde, die inzwischen zu unserem Markenkern gehört. Meine Kollegen im Dekanat beneiden uns darum. Nun, das ganze modern kulturprotestantische Profil, das wir im gemeindlichen und kirchlichen Umfeld anerkanntermaßen haben, wäre nicht möglich und machbar ohne die entsprechende finanzielle Basis. Auch unsere geachtete Großzügigkeit, dass wir zum Beispiel keinen Eintritt verlangen für vieles, oft noch nicht einmal ein Spendenkörbchen am Ausgang aufstellen, lebt davon, dass es uns finanziell gut geht. Dann muss aber die Spendenbasis auch stimmen. Für manche Veranstaltungen müssen wir inzwischen Eintritt verlangen, auch angesichts der eingebrochenen Spendenzahlen pandemiebedingt. Ich danke ausdrücklich allen, die Kirchensteuer und Kirchgeld, wie gesetzlich vorgesehen, zahlen. Letztes Jahr hatten wir den Rekordwert über 25.000 Euro, wie du schon gesagt hast. Vor 12 Jahren waren es 12.000 Euro. Also es hat sich in 10, 11, 12 Jahren mehr als verdoppelt. Darin drückt sich zählbar großer Zuspruch aus. Vielen Dank den vielen, die uns Geld spenden für die Gemeindearbeit, für den Erhalt dieses Hauses, dem man sein Alter nicht ansieht, aus Mitte der 80er Jahre, dass sie damit die finanzielle Basis für die Arbeit der evangelischen Kirche in dieser Gemeinde legen. Allen großzügigen Spendern darüber hinaus im Gottesdienst oder auch immer wieder mal extra, gerade bei Taufen, Hochzeiten, die jetzt wieder mehr werden, Jubiläen, aber auch Beerdigungen, allgemein oder für besondere soziale Zwecke. Allen rufe ich zu, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, wie Paulus sagt. Das Hilfsprojekt meiner großen Tochter Marie für Nairobi hat sich in einen eigenen Verein ausgegliedert und betrifft uns somit nicht mehr, auch verwaltungsmäßig nicht mehr. Spenden sind natürlich weiterhin gerne gesehen. Ein paar Punkte möchte ich noch ansprechen. Ich bedanke mich bei allen Pfarrerskollegen, es ist jetzt zwar keiner da, glaube ich, vorhin war einer da, vor allem auch denen im Ruhestand und bei Prädikant Schenk und dem immer noch werdenden Prädikant Schickel für die Entlastung bei Gottesdiensten. Was die Kooperation mit anderen Gemeinden und Pfarrern am Starnberger See betrifft, wir vertreten uns jetzt schon seit 2 Jahren oder 3 jederzeit gegenseitig. Seit 5 Jahren gibt es ein regelmäßiges Zusammenspiel auch in den Predigtreihen, in der Passionsreihe und in der Sommerpredigtreihe. Das Zusammenspiel Starnberg-Berg klappt auch gut, muss es auch, denn in Starnberg ist jetzt wieder eine Stelle unbesetzt. Pfarrer Dr. Koch hat ja gewechselt zur Unternehmensberatung nach Berlin, Berufswechsel, wobei er da auch für Landeskirchen zuständig sein soll. Wer weiß, ob er über die Hintertüre wieder bei uns hereinkommt. Ansonsten habe ich den Job vom Pfarrer Stein übernommen, Sprecher der Region zu sein. Das heißt, man muss die Jahresurlaubsplanung und Vertretungsplanung für alle machen. Die Region reicht von Penzberg einmal rum um den Starnberger See bis hierher.
und diese Predigtreihe organisieren oder Regionaltreffen organisieren, Regionalentwicklungen mit betreuen. Also bin ich nicht nur für Berg, sondern auch für die Region jetzt zuständig. Was die Ökumene betrifft, da haben wir nach wie vor den ökumenischen Arbeitskreis, wobei der gar nicht so viel arbeitet, der sich ein- bis zweimal im Jahr trifft und die wesentlichen Veranstaltungen der Ökumene vor Ort plant, sofern sie denn stattfinden können. Ansonsten nichts Neues. Den Vorsitz im ökumenischen Kranken- und Altenpflegeverein habe ich bis auf Weiteres inne. Da wäre normalerweise alternierend mit Pfarrer Zott, aber der hat genügend anderes zu tun. Ebenso habe ich die zuständig für den Pflegedienst und die Betreuung und Kultur. Die Situation des Vereins ist stabil. Der Pflegedienst hat bei seiner letzten MDK-Prüfung erneut die Bestnote 1,0 erhalten, das jetzt seit Jahren. Wir haben etwa 60 Patienten zurzeit ambulant in der Pflege in Berg und Umgebung zu betreuen. Als Nachfolge für die Pflegedienstleitung Frau Harms, die in den nächsten ein, zwei Jahren aufhören wird, wurde die frühere Betreuungsleitung, die selber ausgebildete Krankenschwester ist, zur Pflegedienstleitung auf unsere Kosten ausgebildet, sodass wir da kein Nachfolgeproblem haben werden. Großer Dank gilt Frau Harms und ihrer Vertretung Frau Berger und auch Frau Graf als Allround-Kraft im Büro sowie der Frau Meier, die das Kulturprogramm und die Betreuung verantwortet. Sowie allen, die sich ehrenamtlich engagieren, auch dem Bewohnersprecher Herrn Temurian. Tätigkeitsbericht des Pfarrer heißt es. Ich denke nicht, dass ich Ihnen von den normalen Aufgaben und Vollzügen meiner Arbeit berichten muss. Eher noch von dem, was Sie vielleicht nicht so mitbekommen. Und dazu gehört auch meine Aufgabe als Diakoniebeauftragter und als Altenheim-Seelsorgebeauftragter des Dekanats Weilheim und als zweiter Vorsitzender der Diakonie Oberland. Das ist das Diakonische Werk Bayern für die Dekanate Weilheim und Bad Tölz-Wolfertshausen. Da geht es etwa um die Begleitung kleinerer diakonischer Werke in Umbruchssituationen. Frau Heubeck-Schläger ist seit über 7 Jahren auch als Beisitzerin in der Diakonie Oberland mitberatend mit mir dabei. Der Kirchengemeinde geht durch diese ganze meine Diakonie und andere Sonderjobs-Tätigkeiten auch in der Langau oder auch meine neue TZ-Seelsorge-Kolumnen-Schreibtätigkeit übers Jahr gesehen, keine große Pfarrerarbeitszeit verloren. Dafür sorge ich schon, vielleicht 1 bis 2 Seelsorgetreffen im EDK weniger pro Woche. Der EDK wird es verkraften. Das ist meine Methode, den Hausbesuch durchs Einkaufen zu ersetzen und da die Leute zu treffen. Das ist viel lockerer und niedrigschwelliger, ja. Denn ich bin offen gestanden nirgends lieber als genau hier, seit September 2009, samt vorhergehender Vertretungszeit seit März 2008 jetzt schon, insgesamt 13 Jahre. Und ich würde gerne auch noch, so Gott helfe, meine weiteren Jahre bis zum Ende 2029 hier bleiben, meine Familie bitte gerne auch. Schließlich ist es meine Heimatgemeinde seit meinem 16. Lebensjahr, seit 1979. Meine Familie und ich fühlen uns hier nach wie vor ausnehmend wohl. Also schauen wir dann bitte gemeinsam nach vorne, liebe Gemeinde. Ich bitte Sie, an unserem Gemeindeleben weiterhin aktiv teilzunehmen, bei den Gottesdiensten, bei den Bildungs- und Kulturveranstaltungen, etwa auch bei der Abteilung Tanzbein mit Christa Vogel. Die ist aber heute nicht da, gell? Da sieht man nämlich nicht nur was oder hört nur was, da kommt man in Bewegung. Du tanzt in die Zukunft einmal im Monat, Freitagabend. Ich schließe wie immer mit dem Bibelvers aus Prediger 3, Vers 22. So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Und ich beziehe diese Worte auf das Hauptamt, auf die Nebenämter und auf die vielen Ehrenamtlichen. Hab Dank. Und gesegnete Mahlzeit. Ja, wir müssen noch fragen, gibt es was Sonstiges, Anträge, Diskussionsbedarf, Rückfragen? Das ist nicht der Fall. Achso. Bitte. Also ich habe hier eine
schwarze Blick auf die ganzen Altarensemble. Ja. Ich sehe aber auch hier 4 Wackersteine direkt von mir. Damit. Ist da schon was angeleitet? Mein Vorschlag wäre, für den gleichen wunderschönen Holz einen kleinen Rahmen unten zu machen, dass zum Beispiel der Herr Schicke auch diese Höhe bekommt, die er bräuchte für seinen Gottesdienst. Genau, das Problem haben wir nämlich. Also, das war eigentlich nur ein Provisorium und das liegt jetzt da schon ein halbes Jahr rum. Gell? Dass wir einfach 4 solche Steine unter die Kanzel gelegt haben, damit sie für mich und für den Peter Schickel vor allem höher ist. Jetzt kommt aber dann jemand Kleineres, der die Lesung hält. Dann muss man sie wegziehen oder vom Altar lesen lassen. Der ganz einfach einen Rahmen, der einen Stift hat, der wird oben reingestellt. Ja. Und wenn man weiß, der Schickel hat es, dann nimmt man den höher. Wenn die Frau so und so kommt, die eben so klein ist, dann nimmt man diese Höhe. Und wenn die im selben Gottesdienst kommen, muss man umbauen. Nein, muss man nicht. Dann gehen wir an den Altar. Da kann man variieren, beziehungsweise da kann man mal Ausnahmen machen. Ja. Aber es ist schon so. Aber Klaus, seine Frau kann unten durchschauen. Es ist tatsächlich im Gespräch und auch in der Planung. Wir haben auch gesagt, wir brauchen irgendwas, was flexibel ist, wie du gerade sagst, dass man es also mal hoch und mal runter machen kann. Aber die Planung ist noch nicht so konkret, dass man jetzt sagen würde, wir haben es jetzt schon bestellt oder so. Das ist schon gut. Aber ich kriege es an, weil das ist relativ einfach zu machen. Mit 4 und kleinen Rahmen unten kann man wegheben, hinheben. Nehmen wir in die nächste KV. Du bist nicht der Einzige, der die Ziegelsteine. Danke, ja. Jetzt essen wir was. Dann gesegnete Mahlzeit. Vielen Dank für die Geduld. Ich bin ja ganz aus.